Die Stimmung war sensationell und das schon vor Spielbeginn. Rund 600 Fans hatten den Weg zur Galaxy Super Bowl Party gefunden. Mehr als erwartet. Phänomenales Ereignis. Wir sind total happy. Der Raum ist übervoll. Also wir haben viele Leute erreicht, die Galaxy feiern wollen, die den Super Bowl mit uns schauen wollen. Und daher, wir knüpfen langsam an alte Traditionen an und haben einen tollen Abend zusammen. Bei aller Vorfreude auf den Super Bowl gab es erstmal für die Fans der Galaxy und die anstehende Saison eine ganz besondere Neuigkeit. Die Lizenzierung ist ohne Auflagen von der GFL erfüllt worden. Das heißt für uns auch ein Etappenziel, dass wir diese Saison unter Frankfurt Galaxy spielen können, dass wir in der zweiten German Football League Süd auch unsere Lizenz bekommen haben. Somit steht der Galaxy-Saison 2015 nichts mehr im Weg und die Fans können sich auf den 23. Mai, der Tag des ersten Heimspiels, freuen. Doch zurück zum Super Bowl. Beide Teams agierten in der ersten Hälfte auf Augenhöhe. 14:14 der Halbzeitstand mit unterschiedlichen Reaktionen. Super spannendes Spiel, definitiv, so wie sich jeder gewünscht hat, so also fürs Finale. Also ich finde es bis jetzt mega geil, hoffe natürlich, dass die Seahawks gewinnen mit 28:22, so wie ich es getippt habe. Und sonst weiteres, wir werden sehen, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, die Patriots haben auf jeden Fall bessere Field Position das ganze Spiel über, ich glaube bestimmt 20:10. Das müssen wir auf jeden Fall ändern in der zweiten Hälfte. Die Big Plays sind auf jeden Fall auf der Seite der Seahawks. Jetzt gerade mit dem Touchdown 2 Sekunden vor Schluss war natürlich ein Wahnsinns-Call auch von Pete Carroll, da nicht das Field Goal zu nehmen, sondern auf die 7 Punkte zu gehen. Aber ich denke, es ist weiterhin ein ausgeglichenes Spiel und wir haben eine richtig geile zweite Hälfte vor uns. Nee, ersten Drive hätten sie gleich Punkte machen sollen. Schmeißt Brady Interception und jetzt zum Ende war absolut unnötig, da nochmal einen Touchdown zu fangen. Aber gut, jetzt ist es wie es ist, jetzt müssen wir es in der zweiten Halbzeit reißen. Ähnlich eng, wie man es erwartet hatte, 14:14 wie gesagt. Haben ja auch vorher schon gesagt, dass wir denken, dass es eine ganze enge Kiste wird und ja, so ist es auch. Mal gucken, wie es weitergeht. Man hatte das Gefühl, die Fans wurden immer mehr. Selbst im Türrahmen hatten sie Platz genommen, um eine spannende zweite Halbzeit zu sehen, in der die Führung ständig wechselte. Kurz vor Schluss die Seahawks mit der großen Chance auf den Sieg, die Fans voller Erwartung und dann der Ballverlust und der Sieg für die New England Patriots. Das Spiel war Bombe. Selten so ein spannendes, tolles Spiel gesehen wie heute Nacht. Zwischendrin, also war schon ganz schön knapp halt jedenfalls, aber ich habe eigentlich nie gezweifelt, dass der Brady es noch drehen kann. Ja, es war sau spannend, meine Stimme lässt extrem nach, von daher gutes Spiel, wunderbar. Die Fans der Seattle Seahawks waren dagegen schnell wieder auf dem Weg nach Hause.